Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Zeig uns. Heute möchte ich euch Hotline Miami zeigen. Das ganze Spiel ist ein kleines Handyspiel, mittlerweile auf Steam erhältlich, hat sogar Steam Workshop. Das heißt, man kann, ich weiß nicht genau, was man alles machen kann, aber ich vermute mal, man kann neue Waffen oder sogar vielleicht Levels oder so designen für das Spiel und die dann nachher im Spiel für alle anderen auch anbieten, damit die das auch spielen können. So, als erstes möchte ich euch kurz zeigen, wie das Control-Menü aussieht. Das ist sehr simpel und sehr speziell gehalten, wenn man das so sagen darf. Wir haben die WASD, ganz normal. Dann haben wir, wenn wir nach rechts gehen, Interactive, Punch, Pickup und so weiter. Das Zeugs, was man machen kann. Es ist offen, also lesen kann man das Ganze nicht wirklich so gut. Hier Finish Enemy und so. Durch die ganze Geschichte mit dem Bewegen wirkt es sehr speziell, was das Spiel aber auch ist, weil es handelt von einem Typen, der Telefonanrufe kriegt und dann irgendwelche Leute umbringt, warum auch immer. Es ist ein Spiel, das in Richtung Fear and Loathing in Las Vegas geht, also ist so ein Drogentrip. Die Auflösung kann man auch nicht einstellen. Es passt sich einfach der Desktop-Auflösung an. Ob das dann nachher alles so funktioniert, weiß ich nicht. Muss ich dann beim Video-Rendern gucken, ob das auch wirklich meine Auflösung ist. Ich vermute mal nicht. Also starten wir doch einfach mal das Spiel. I'm here to tell you how to kill people. This game is controlled with your VSD. Ach so, das ist das Intro. Naja, machen wir schnell das Intro. Und dann... So. Und Finish. Den zweiten holen wir hier schnell. Finishen den so. So, dann geht's weiter. Holen eine Waffe. Und finishen den dritten. So, das ist eigentlich auch schon alles, was man wissen muss. Phone Calls. Zwischen den Missionen gibt es immer wieder mal diese Sequenz, wo dann diese drei Typen mir irgendwas erzählen, was ich jetzt einfach mal skippe, weil es als Zeiger uns nicht so interessant ist. Das macht dann auch die Rahmenhandlung aus, die drei Typen, und dann haben wir zwischendurch immer wieder mein Apartment hier, wo ein Telefonanruf kommt, ich hier was aufnehme, was dann meine Maske ist, zum Töten. Und schon geht's ab zur Mission. Wie ihr schon sehen könnt, wenn ich hier links und rechts laufe, das Ganze bewegt sich so, also es kann schon sein, dass einem von dem Spiel schlecht wird. Und das wäre jetzt auch schon die erste Mission. So, ich kann jetzt hier die Maske auswählen, die ich schon freigespielt habe. Also ich nehme jetzt einfach mal ein Eye for Secrets. Was die Masken genau machen, weiß ich nicht. Ob die noch was extra machen wie Secret Spotten und so. Vielleicht das da hier. Also, wenn ich hier die Tür eintrete, dann fällt der um. Dann nehme ich mir den Schläger von ihm und finische den. Hier ist auch noch einer am Pissen. Das Schwierige an dem Spiel ist, ich kann mit einem Schlag die Gegner töten. Jedoch können die das auch bei mir. Wenn ich nicht schnell genug bin, dann bin ich fällig. So, also gehen wir in den ersten Stock. Okay. Also das sind die zwei Typen und noch ein dritter, von dem ich dann irgendwas krieg. Jetzt habe ich einen Double... Ah, okay, der lebt hier noch. Ey, komm mal her. So. Jetzt muss ich von dem den Koffer holen
und gehe dann raus. Also die Missionen sind sehr simpel gestrickt. Man muss immer irgendwelche Sachen holen oder irgendwelche Typen halt einfach nur töten oder dann irgendwen retten, soweit ich jetzt weiß. Ich habe noch nicht alles gespielt. Und der hat mich umgebracht, also nochmal. So. Ja, und das Spiel ist auch ziemlich blutig gehalten, wie ihr sehen könnt. Und das Chapter ist auch schon erledigt. Zum Auto. Und schon haben wir das erste Chapter erledigt. Den Koffer jetzt noch abgeben, schnell. Okay. Und jetzt müssen wir den Typen hier mal erledigen. Das Ganze ist immer noch als Tutorial gedacht, weil der hat jetzt eine... Der hat halt jetzt eine Waffe gehabt. Und da muss ich mal damit klarkommen, dass der eine Waffe hat und ich keine, damit ich das auch lerne. So, jetzt ist erstmal hingekotzt und weiter geht's. Am Ende hat man dann immer diese Abrechnung, was einem nur, also damit kann man dann halt gucken, wie viel vom Maximum man gekriegt hat. Man kann sich gegen andere behaupten. Die Achievements funktionieren jetzt mittlerweile auch, soweit ich das in den Chainslogs gelesen habe. So, nehmen wir hier Bier mit und gehen heim. Ja, ungefähr so läuft dann auch das ganze Spiel ab. Also gucken wir mal, was Mission 2 für uns bereithält. Das Ganze wird dann auch immer schwieriger und man muss auch beachten, damit, also dass die Gegner einen hören und man muss geschickt vorgehen, man muss später dann auch wirklich planen, wie man die Jungs ausschalten will, in welcher Reihenfolge. Forster Executions, ja, nehmen wir nochmal den. So, hier kommt schon zum ersten Mal so ein bisschen Planung ins Spiel und sonst ist man ganz schnell tot, wie jetzt. Dazu gibt es dann noch hier Waffen zum Beispiel. Mit diesen Waffen kann ich relativ schnell die Leute umbringen. Jedoch habe ich dann ein Problem, weil die anderen hören mich. Und somit habe ich dann das ganze Hotel oder was das auch sein soll am Hals. Wie ich jetzt gerade festgestellt habe, sind diesmal weniger, also weniger Wachen da als auch schon letztes Mal. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur Zufall war oder ob die einfach nur anders platziert sind oder ob da wirklich weniger, also ob da wirklich random Wachen aufgestellt werden. Vermutlich nicht, vermutlich sind die einfach dann anders positioniert. So. Dieser Typ scheint auch irgendwie jedes Mal an einem anderen Ort zu arbeiten. Das ist immer dasselbe Typ. Und schon geht's in die dritte Mission. Oder in die dritte Mission der ersten Stage. So. Wie viele Stages es insgesamt hat, weiß ich nicht, aber für zwischendurch ist es sicher was. Nur wenn man das ganze Spiel am Stück spielen will, könnte es dann schon sein, dass einem schlecht wird. Second Chapter. Okay, jetzt sind wir im zweiten Kapitel. Nehmen wir wieder die Maske. Die Masken spielt man auch, also da kriegt man immer wieder mal neue. Wenn man Level
geschafft hat. Autsch. Diese Levels habe ich jetzt halt vorhin schon gespielt und daher kriege ich hier keine neue Maske. Oh Mist. So, da habe ich dazu gelernt. Nochmal. Nehmen wir eine andere Waffe. Man kann auch die Waffe selber dem Typen an den Kopf werfen. Okay, nee, hier scheint der Typ noch an derselben Stelle zu sein. Was ich vorhin gesagt habe, scheint Quatsch zu sein. Oh, kann ich das nicht abnehmen? Es sind immer wieder dieselben Waffen am selben Ort, damit auch faire Verhältnisse geschafft werden. Nehme ich mal das Samurai-Schwert. So. Umso mehr Abwechslung man mit den Waffen, umso mehr Abwechslung man ins Spiel bringt, umso höher sind dann auch die Punkte, die man am Schluss des Levels kriegt. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt auch schon Combos gemacht, das heißt mehr als einer nacheinander umgelegt und das gibt dann auch nochmal Punkte. Flexibility, Mobility, das sind alles Sachen, die dann, je nachdem wie man spielt. Oh, okay, hier habe ich ziemlich ein paar Sachen gemacht halt, nur Grade ist C+, das heißt, es könnte noch viel besser gehen. Also nochmal zu dem. Und, oh, okay. Ich dachte nur, ich hätte jetzt da vergessen, was mitzunehmen. Ja, die Musik ist auch, die muss einem gefallen. Ich finde sie relativ ansprechend, also es ist noch interessant für zwischendurch. Also zum Spiel passt sie auf jeden Fall. So, drittes Kapitel, Dekadenz. Mal gucken, hab noch keine neue Maske gekriegt. Okay. Also hier kann man jetzt auch zum Beispiel ums Gebäude, ich bin jetzt schon drin, da kann ich nicht mehr raus, aber sonst könnte man ums Gebäude rumgehen, zum mal gucken, wie das denn so aussieht. Okay, ich glaube, ich nehme diesen Raum zuerst und versuche mal beide mit dem Baseballschläger auszuschalten, damit ich keine anderen Leute mit einbeziehen. Das sind auch wieder zwei. So. Jetzt hier noch einen. Und die anderen könnte ich eigentlich auch mit irgendeiner Waffe ausschalten. Naja, nehmen wir das MG. So, Stage clear. Also nehmen wir die Shotgun, gehen in den ersten Stock. Falls irgendwer Probleme hat, die Stöcke zu wechseln, dann soll man die Auflösung auf mindestens 1200x700 irgendwas setzen, weil anscheinend gibt es immer noch Probleme, dass es manchmal nicht klappt. Oh Mist. Nicht zu reagieren. Oh Mist. So. Okay, da unten. Wollen wir den kaputt? Es scheint sich kein weiterer zu bewegen, also gehen wir doch mal dem MG hier aufräumen. Den auch. Oh Mist. Der hat's jetzt gemerkt.
Also nochmal. Die zwei hier. Ach shit. Nochmal. Mist. Diesmal hat's geklappt. Oh shit. Es ist interessant, wie immer wieder was anderes passiert. Jetzt. Der Typ da reagiert zwar nie, nur wenn ich hier schieße, jedes Mal scheinen die anders angeordnet zu sein. Manchmal kommen die alle. Oh, ich könnte doch. Ah. Nice. Oh shit, der, da war einer nur K.O. Mist. Ich wundere mich gerade, ob ich die Tür nicht einfach aufmachen kann, wenn die gerade in meine Richtung laufen. Doch, es geht. Also nochmal. Oh Mist. Oh shit, jetzt ist er hinten rumgelaufen. Also es scheint auch so zu sein, dass die KI doch noch etwas auf dem Kasten hat. Oh, der reagiert ja auch irgendwann mal. Mist. Ups. Meine Fresse, das kann doch nicht so schwer sein. Okay, also nochmal den alten Weg. Da hat es ja vorhin auch geklappt. So, nochmal gucken. Hier den da töten, den da töten. Dann haben wir noch. Ah, wir haben keine Munition mehr. Ich dachte gerade, warum funktioniert das jetzt nicht? Okay, der scheint auch schon tot zu sein. Wahrscheinlich ein Querschläger irgendwo, wo ich es nicht gemerkt habe. Okay, Stage clear. Ja, wie ihr sehen könnt, ist das Spiel gar nicht so leicht. Und jetzt kommt auch noch ein Bossgegner. Okay. Autsch. Okay, der scheint etwas mehr auszuhalten. Ne, versuchen wir es mal mit dem, mit der Shotgun. Okay, so scheint es zu klappen. Ah, und schon ist er tot. Kann ich den noch finishen? Ja, kann ich. Drücken wir ihm die Augen ein. Nehmen das Samurai-Schwert mit. Das Katana. Ah, okay, und hier ist noch. Das scheint irgendwie dann meine Freundin zu sein, oder zumindest päpple ich die auf. Was genau mit der ist, weiß ich nicht. Leider bin ich auch noch nicht so weit. So. Stage clear. Ich glaube, als erster Einblick hat das Ganze auch schon gut gedient. Da das ganze Spiel jetzt so weitergehen wird und so aufgebaut ist, ich glaube, das reicht erstmal. Ah, C+. Okay. Wieder an die Bar. Kriegen von dem noch was mitgeteilt. Wieder zurück ins Auto und schon sind wir wieder daheim, oder sollten wir wieder daheim sein. Part 2. Okay. Ah, und dann gibt es wieder diese Zwischensequenz mit den drei Typen. So. Ja, und wie wir jetzt auch schon sehen können, liegt die ein, also die, keine Ahnung, warum die jetzt da liegt. Ah, das ist auch interessant, das habe ich noch gar nicht gefunden bisher. So, da gibt's dann hier die nächste Mission wieder. Und es geht so weiter.
ja, ich mache dann hier mal fertig. Ich danke euch fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like da. Und abonniert mich, falls ihr weitere Videos sehen wollt zu irgendwelchen Spielen und auch Videos und Tipps zu zum Beispiel Dota oder so. Ja, dann kriegt ihr das dann auch immer mit. Danke und bis zum nächsten Mal.